Da die erste Buch von Boba Fett Folge mittlerweile erschienen ist, dachte ich, mache ich heute mal ein Faktenvideo zu Boba Fett. Und musste feststellen, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert und ich schon ein etwas älteres Faktenvideo zu Boba Fett habe. Und natürlich auch das Video über sein komplettes Leben mittlerweile seit einem Monat draußen ist. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, euch heute 50 Fakten generell über Kopfgeldjäger in Star Wars vorzustellen. Was Kopfgeldjäger so machen, welche Ausrüstung und Taktiken sie nutzten und auch einige Fakten über Kopfgeldjäger, die potenziell noch in das Buch von Boba Fett auftauchen könnten. Dabei ist das heutige Video von LG gesponsert. Ich habe von LG den LG 65C1 OLED 4K Fernseher gestellt bekommen, der absolut riesig ist. Und LG behauptet, dass man darauf ein ziemlich perfektes Star Wars Feeling bekommen kann. Auf einer Diagonale von über 1,60 Meter generiert der Fernseher ein absolut scharfes 4K-Bild mit krassem Sound. Nicht zuletzt dank des Alpha 9 Gen 4 KI-Prozessors 4K, der sowohl das Bild wie auch den Ton nochmal verbessert. Und der Fernseher kann ein wirklich perfektes Schwarz erzeugen, was bei den Weltraumszenen in Star Wars natürlich besonders zur Geltung kommt. Ich habe den Fernseher gegen meinen ziemlich genau 10 Jahre alten LG-Fernseher antreten lassen und da mal ein Buch von Boba Fett-Trailer, einen Star Wars Squadrons-Trailer und das erste EA Battlefront gegeneinander antreten lassen. Und natürlich sieht alles 3 auf dem LG 65C1 OLED 4K dank der OLED-Technologie deutlich besser aus. Denn die LG OLED-Technologie nutzt selbstbeleuchtende Pixel, die einzeln an- und ausgeschaltet werden können, wodurch man eben dieses perfekte Schwarz erreichen kann und einen unendlichen Kontrast bekommt. Dank LG OLED TV kann ich wirklich jedes Detail in das Buch von Boba Fett sehen. Und mittlerweile habe ich auch die ersten beiden Folgen von das Buch von Boba Fett auf dem Fernseher genossen, was großartig war. Wenn ihr mehr über LG-Fernseher, die Vorteile fürs Schauen von Star Wars darauf und mehr dazu erfahren wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, da findet ihr einige Links dazu. Und vielen Dank an LG fürs Sponsoren des Videos, das hilft mir sehr, den Kanal hier am Laufen zu halten. Aber kommen wir damit zum ersten Fakt in diesem Video. Kopfgeldjäger wurden in Star Wars dazu benutzt, um Wesen, die unkooperativ waren, einzufangen oder zu töten. Oftmals wurden Kopfgeldjäger hier von Regierungen eingesetzt, die Kriminelle jagten, welche sich dem Gesetz entziehen wollten. In einer riesigen Galaxis wie der im Star Wars Universum, in der es auch noch verschiedene galaktische Regierungen gab, war es für einzelne Regierungen oft schwierig, in jeder Ecke der Galaxis Sicherheitspersonal wie Polizeieinheiten zu haben. Um also Kriminelle wieder einfangen zu können, die fliehen wollten, wurde oft ein Kopfgeld auf die entsprechenden Personen ausgesetzt. Entweder konnten viele verschiedene Kopfgeldjäger versuchen, die Person zu fangen und das Geld zu bekommen, oder es wurden eben einzelne bestimmte Kopfgeldjäger für solche Jobs ausgesucht. Für den legalen Rahmen bildeten sich über die Jahrtausende hinweg verschiedene Gruppierungen, die versuchten, das Kopfgeldjägergeschäft zu regulieren. Eine davon war die sogenannte Kopfgeldjäger-Gilde. Die existiert sowohl im Kanon wie auch in Legends, ist in den beiden Varianten aber unterschiedlich stark ausgebildet. Diese Gilde besaß sogar ein eigenes Credo, nach dem die Mitglieder der Gilde handeln sollten. Und mit dieser Gilde arbeiteten oft auch die offiziellen großen Regierungen zusammen, um eben ihre Aufträge zu verteilen. Ein Grundsatz der Kopfgeldjäger in der Gilde war zum Beispiel, niemals das Kopfgeld eines anderen Kopfgeldjägers zu klauen, wenn der einen Auftrag fest angenommen hatte. Und ein weiterer Punkt war es auch, niemals seinen Auftraggeber nach dem Verbleib der eingelieferten Person zu fragen. Kopfgeldjäger sollten ihre Beute einfach einfangen und abgeben, aber danach keine weiteren Fragen stellen. Aber natürlich gab es auch abseits dieser Gilde und der Regierung Kopfgeldjäger und Aufträge für diese. Kopfgeldjäger waren für gewöhnlich sehr fähige Personen oder Droiden, die ihre Fähigkeiten natürlich auch einfach so an den Meistbietenden verkaufen konnten. So konnten auch Privatpersonen oder auch einfach kriminelle Organisationen Kopfgeldjäger für eigene Dienste anheuern. Wobei hier oft die Linie zwischen dem Kopfgeldjäger-Dasein und dem Dasein eines Söldners schnell verschwamm. Eine Regierung, die Kopfgeldjäger sehr gerne nutzte, war zum Beispiel das Imperium, für verschiedene Zwecke. Zum einen wollte das Imperium natürlich die Jedi ausrotten. Das machte es mit Darth Vader, mit den Klonen, mit seinen eigenen Inquisitoren, aber es war auch eine enorme Summe auf die Köpfe der Jedi ausgesetzt. Wenn also jemand Informationen über einen Jedi hatte, konnte er damit Geld machen. Wenn jemand wusste, wie man Jedi besiegt und dem Imperium den ein oder anderen Kopf eines Jedi brachte, dann konnte dieser jemand noch mehr Geld machen und enorm reich werden. Zum anderen benötigte das Imperium aber für verschiedene Dienste auch Sklaven, wie unter anderem in Legends für den Bau des ersten Todessterns. Einige bekamen das Imperium durch die Unterdrückung und Invasion von Planeten, andere waren politische Gegner, die in Lager gesteckt wurden. Bei manchen Wesen setzte das Imperium aber auch Kopfgeldjäger ein, um neue Sklaven zu fangen. Wie bei den Wookies zum Beispiel. Eine groß angelegte Invasion des Planeten Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookies, mit dem Ziel, den Planeten dann auch zu halten, wäre vermutlich zu kostspielig gewesen.
Deswegen konzentrierte sich das Imperium auf einige Orte auf Kashyyyk, die es hielt, überließ es aber Kopfgeldjägern, Wookies einzufangen und an das Imperium als Sklaven zu verkaufen. Immerhin waren Wookies langlebig, zäh und kräftig, die perfekten Arbeiter für die verschiedensten Projekte. Dabei wurden die Wookies oft von Trandoshanern gejagt. Deren Heimatplanet Trandosha befand sich im gleichen System wie Kashyyyk, und die Trandoshaner besaßen sowieso eine lange Tradition an Wookie-Jägern. Also machten sie es sich auch hier zunutze, um Wookies zu jagen, einzufangen und sie gegen Kopfgeld beim Imperium zu verkaufen. Einer der prominentesten Kopfgeldjäger der Trandoshaner war Bosk, ein 1,90 Meter großes Reptil, welches selber die ein oder andere Begegnung mit Wookies hatte. Im Kanon arbeitete Bosk übrigens auch das ein oder andere Mal mit Boba Fett zusammen. Das letzte Mal, dass wir ihn im Kanon bisher gesehen haben, war in der War of the Bounty Hunters Comic-Reihe, die kurz vor Episode 6 spielt. Da hat er versucht, Boba Fett aufgrund eines auf ihn ausgesetzten Kopfgeldes zu jagen, wurde aber von Boba besiegt und in der Kälte zum Sterben zurückgelassen. Mal schauen, ob Bosk das vielleicht doch überlebt hat und das in das Buch von Boba Fett thematisiert wird. Wie am Anfang erwähnt, gab es viele organische Wesen, die als Kopfgeldjäger arbeiteten, aber es gab durchaus auch Droiden, die dem Geschäft nachgingen. Die bekanntesten dürften hier IG-11 und IG-88 sein. Im Falle von IG-11 war das ein Attentäter-Droide, der von seinem Meister mit einem Kopfgeldjägerprogramm bespielt wurde. Damit war es mehr oder minder ein normaler Droide, der im Endeffekt nur mit einem schlauen Programm gefüttert wurde. Bei IG-88 sah das anders aus, zumindest in Legends. Denn es gibt nicht nur einen IG-88, sondern mehrere IG-88-Modelle, die in Legends ihrer eigenen Agenda folgten und sich selbstständig machten, mit dem Ziel, die ganze Galaxis unter die Kontrolle von Droiden zu bringen. Einer von den IG-88-Modellen, IG-88B, ging dafür dem Beruf des Kopfgeldjägers nach, um Credits für die Gruppe zu verdienen und um vom eigentlichen Plan der Droiden ablenken zu können. Solche Droidenmodelle boten natürlich Vor- und Nachteile, wenn es zur Berufung des Kopfgeldjägerdaseins anging. Vorteile waren natürlich, dass so Droiden niemals schlafen müssen, immer aufmerksam sein können und keine wirkliche Moral oder Bedenken haben können, und sie brauchen auch keinen Sauerstoff, um zu überleben. Von ihrer guten Panzerung mal ganz abgesehen. Alles Sachen, die Ziele, die sie verfolgten, meistens nicht hatten. Auf der anderen Seite brauchten solche Droiden natürlich auch gute Programme, um funktionieren zu können. Und selbst die besten Programme waren oft unflexibel und nicht so schlau wie andere organische Wesen. Da die Gehirne von Droiden aber auch nicht durch die Macht manipuliert werden konnten, waren sie auch ziemlich gute Kandidaten, um selbst als Kopfgeldjäger Jedi zu jagen. Wie gesagt, machten sich aber auch andere Kopfgeldjäger im Laufe der Jahrtausende auf die Jagd nach Jedi. Einer von denen war Cad Bane, ein Duros, der in den Klonkriegen oft mit den Jedi aneinander geriet. Da er ein Normalsterblicher war, brauchte er natürlich Hilfsmittel, um mit Jedi überhaupt mithalten zu können. Darunter befand sich sowas wie sein Flammenwerfer, der natürlich von Jedi wesentlich schlechter abgeblockt werden konnte als ein normaler Blasterbolzen. Seine Raketenschuhe, mit denen er kurzfristig fliegen und sehr gut und schnell ausweichen konnte, halfen ihm mit der Geschwindigkeit der Jedi mithalten zu können, und er hatte Schläuche an seinen Atemwegen verbaut, die es ihm erlaubten, auch ohne seine Atemorgane weiter zu atmen. Das half natürlich sehr, wenn er in einen luftleeren Raum kam, giftige Gase versprüht wurden oder sein Hals zugerückt wurde. Cad Bane ist ebenfalls ein Name, der für das Buch von Boba Fett vielleicht interessant werden könnte. Denn wir haben ja eine nicht fertiggestellte Sequenz für unvollendete The Clone Wars Folgen, in der sich Cad Bane und Boba Fett duellieren. Die Sequenz endet damit, dass beide sich gegenseitig in den Kopf schießen. So sollte auch die Delle in Bobas Helm erklärt werden. Bis vor kurzem wussten wir nicht, wie kanonisch diese Geschichte ist. Allerdings haben wir Cad Bane ja jetzt in The Bad Batch gesehen, der eine Metallplatte am Kopf trägt, was es sehr wahrscheinlich macht, dass dieses Duell wirklich stattgefunden hat. Damit hat Cad Bane ebenfalls Grund, auf Boba sauer zu sein, was auch eine gute Motivation für einen Gegenspieler in das Buch von Boba Fett wäre. Boba Fett, der sich ja in Legends auch auf die Jagd auf Jedi spezialisierte, nutzte übrigens auch seine Ausrüstung zu seinem Vorteil. Sein Jetpack half ihm ebenfalls, eine gute Distanz zu den Lichtschwertern oder Machtattacken der Jedi zu bekommen. Und auch er setzte stark auf Flammenwerfer, Explosivgeschosse und versteckte, unerwartete Waffen. Verschiedene Kampfgeldjäger spezialisierten sich aber auch auf verschiedene Einsätze. Manche spezialisierten sich rein auf Tötungsmissionen, andere auf Festnahmen und manche legten sich da überhaupt nicht fest. Solche, die Festnahmen mindestens in Betracht zogen, waren dann meistens auch mit Gegenständen ausgestattet, die es ihnen erlaubten, ihre Beute auch gefangen zu halten. Das waren meist Handschellen in verschiedenen Arten, sowie Seile oder im Falle von Boba Fett und Din Djarin auch Seilwerfer, mit denen sie auch ihre Ziele auf etwas weitere Entfernung einfangen konnten. Wenn ihr übrigens immer meine Videos einfangen wollt, lasst gerne ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.
Um die Beute aber dann auch noch transportieren zu können, benötigten Kopfgeldjäger ja auch ein vernünftiges Schiff. Denn die meisten Aufträge gingen galaxisweit und waren nicht nur auf ein und demselben Planeten. Bei den Schiffen war es dann aber natürlich auch wichtig, eine gute Balance zu finden. Zwischen einem Schiff, das im Innern mit guten Zellen ausgestattet war, um die Beute lebendig und ohne Probleme abliefern zu können, was gleichzeitig aber auch gut genug bewaffnet war, um mögliche Konkurrenten oder Feinde von außen abhalten zu können. IG-88 besaß zum Beispiel die IG-2000. Hier hatte IG-88 genau in der Mitte einige Zellen für Gefangene eingebaut. Und das war auch der einzige Bereich des Schiffes, der mit Lebenserhaltungssystemen ausgestattet war. Da war es warm und da gab es Sauerstoff, im Rest des Schiffes nicht. Da IG-88 natürlich selber ein Droide war, brauchte der auch keine Luft zum Atmen und damit auch eben der Rest des Schiffes nicht. Was Ausbrüche aus den Zellen natürlich umso schwieriger, fast unmöglich machte. Boba Fett's Slave One war ein Schiff, das mit ziemlich vielen Waffen ausgestattet war, was sich also gut gegen Feinde durchsetzen konnte. Es war aber auch mit fortschrittlichen Sensoren und Anti-Scanner-Technologie ausgestattet, wodurch es sich gut tarnen konnte, und die Slave One war auch mit Peilraketenwerfern ausgestattet, die ähnlich wie normale Raketen funktionierten, dann nur nicht explodierten, sondern Peilsender an den feindlichen Schiffen anbrachten. Um Kopfgelder generell zu jagen, nutzte die Kopfgeldjägergilde sogenannte Holopucks. Kleine Holoprojektoren, die das Abbild des Ziels und einige Informationen über das Ziel eines Kopfgeldjägers preisgaben. Damit konnten die Kopfgeldjäger schon mal ungefähr wissen, wen sie jagen mussten. Im Einklang damit wurden manchmal auch Tracker eingesetzt, Geräte, die die Kopfgeldjäger zu ihren Zielen führen oder zumindest in die ungefähre Richtung ihrer Ziele bringen konnten. Ein weiterer recht prominenter Kopfgeldjäger in der Galaxis war Bylard Valance. Ursprünglich war dieser bei der Imperialen Armee gewesen und zusammen mit Han Solo auf Mimban eingesetzt. Dort erlitt er schwere Verletzungen, die er unter anderem dank Han Solo überlebte, die aber auch zu sehr viel Kybernetik in Valances Körper und Gesicht führten. Und nicht zuletzt auch dazu, dass er schließlich das imperiale Militär verließ und zu einem Kopfgeldjäger wurde. Zu einem sehr, sehr guten Kopfgeldjäger. Aber auch zu einem Kopfgeldjäger, der sich nicht immer unbedingt an den Kodex der Kopfgeldjägergilde hielt und zum Beispiel auch anderen Kopfgeldjägern ihre Beute stahl. Und Valance ist so eine Sache für sich. Manche Leute haben ein normales Leben, manche ein verrücktes, manche sind Darth Vader und dann kommt da Bylard Valance on top. Nachdem er also bei der imperialen Infanterie war, verletzt wurde, aus dem Dienst ausschied und Kopfgeldjäger wurde, wurde er angeheuert, um Darth Vader himself zu töten, mit einer Gruppe an anderen Kopfgeldjägern. Spoiler-Alarm, diese Mission lief schief und fast alle Kopfgeldjäger wurden getötet. Valance konnte aber überleben und Vader bot ihm den Deal an, für ihn das Verbrechersyndikat auszulöschen, was Valance eigentlich angeheuert hatte, um Vader zu töten. Valance nahm es erstmal an, hinterging Vader hier aber und ging einen Deal mit den Rebellen ein, die das Imperium so in einen Hinterhalt bei diesen Verbrechern locken konnten. Valance kaufte mit seinem Geld für den eigentlichen Job, Vader zu töten, Waffen für die Rebellen, wodurch er lebend aus der Situation kommen durfte. Über Valances Leben muss ich wahrscheinlich noch mal ein eigenes Video machen, alles kann ich hier nicht mit reinnehmen. Was aber noch spannend ist, ist die Tatsache, dass Valance eine kurze Partnerschaft mit Boba Fett einging, um den in Carbonit eingefrorenen Han Solo zu retten. Fett hinterging Valance aber mit einem zugeworfenen Thermaldetonator, wodurch Valance halbtot auf der Exequator zurückblieb und da wieder von Vader aufgegabelt werden konnte. Der wiederum Valance nochmal die Arbeit beim Imperium anbot, beziehungsweise er aufdrängte, da Vader sonst alle töten würde, die Valance wichtig wären. Und so arbeitete Valance wieder mit dem Imperium und mit dem Sith-Attentäter Ochi von Bestoon zusammen, um gegen Crimson Dawn vorzugehen. Und das ist bisher das Letzte, was wir von Valance wissen, was 6 Jahre vor das Buch von Boba Fett spielt, womit auch Valance eine gute Motivation hätte, um gegen Boba Fett in der Serie vorzugehen. In Episode 5 erzählt Han Solo ja, dass ihnen auf Ord Mantell ein Kopfgeldjäger begegnet ist. In den originalen Marvel-Comics aus den 80ern erfahren wir, dass der Kopfgeldjäger auf Ord Mantell jemand namens Skorr war, der scheinbar Spock-Ohren hat und auch ein Cyborg war. Der Name Skorr für den Kopfgeldjäger auf Ord Mantell ist auch für den Kanon übernommen worden, sonst bisher aber nichts. Übrigens stammt Bylard Valance ebenfalls aus den Comics aus den 80ern und wurde schließlich für die neuen Marvel-Comics wieder ins Leben gerufen. Dieser erfüllte Kopfgeldjäger aus Episode 5 ist übrigens Dengar. Im Kanon ist er mittlerweile auch in The Clone Wars aufgetaucht. Seine ursprüngliche Hintergrundgeschichte ist allerdings, dass er in der Swoop-Renn-Szene auf Corellia aufwuchs und dabei im Swoop-Renn durch ein gefährliches Manöver von natürlich niemand anderem als Han Solo selbst sein Gesicht verbrannt bekam.
Übrigens griff auch Dengar in den War of the Bounty Hunter Comics Boba Fett an, wurde allerdings von Boba auf einer einsamen Eisscholle zurückgelassen, was potenziell auch Dengar überleben lässt, um in das Buch von Boba Fett auftauchen zu können. Dengars Schiff, die Punishing One, besaß übrigens keine einzige Zelle für Gefangene, da Dengar eigentlich nur Aufträge annahm, bei denen seine Beute nicht gerade mit dem Leben davon kam. Zwei Kopfgeldjäger aus der Szene in Episode 5 haben wir jetzt noch nicht. Zuckus und Philom. Ein Kopfgeldjägerpaar. Einer lebendig, einer ein Druide. Zuckus als Gant konnte übrigens sauerstoffhaltige Luft nicht atmen, weshalb er diesen Ganzkörperanzug brauchte. Und Philom war eigentlich ein Protokolldruide, der seine eigene Programmierung umschrieb, um selber zum Kopfgeldjäger zu werden. Und jetzt denkt ihr vermutlich, dass ich euch sage, warum die beiden auch eine gute Motivation haben, um in das Buch von Boba Fett aufzutauchen. Allerdings hat Boba in den War of the Bounty Hunter Comics Zuckus einen tiefen Abgrund runtergeschmissen und Philom in viele Stücke gesprengt. Da müsste schon einiges passieren, damit die beiden in der Serie auftauchen können. Der Kyuso Embo war ebenfalls ein recht prominenter Kopfgeldjäger. Er allerdings wieder zur Zeit der Klonkriege. Interessant bei ihm ist sein Hut, den er sowohl als Schild wie aber auch geworfen als Fernkampfwaffe nutzen konnte. Neben so in Anführungszeichen gewöhnlichen Kopfgeldjägern gab es das ein oder andere Mal auch Kopfgeldjäger, die selber machtsensitiv waren. Was, Spoiler-Alarm, natürlich ziemlich hilfreich in diesem Beruf war. Ein solcher Kopfgeldjäger war Asajj Ventress, die gefallene Jedi-Sith-Attentäterin, die nach ihrem zweiten Fall sich als Kopfgeldjägerin selbstständig machte und teilweise sogar mit Boba Fett zusammenarbeitete. Und nein, sie kann auch nicht in der Serie auftauchen, da sie selbst in den Klonkriegen schon starb. Um nochmal zurück zu Boba Fett zu kommen. Bei ihm wissen wir, dass er diese Haare, diese Zöpfe eine Zeit lang an seiner Rüstung trug. Da ging lange die Theorie rum, dass das die Zöpfe eines Padawans oder mehrerer Padawaner sein könnten. Im Kanon haben wir jetzt aber die Bestätigung, dass das Wookiee-Haare sein sollen. Von Wookies, die Boba entweder gefangen genommen oder getötet hat. Das hier an Bobas Kniescheibe ist eine der vielen Waffen seiner Rüstung. Es ist ein kleiner Dartwerfer, der sehr tödlich sein kann. Bei Dartwerfern denken wir meistens an sowas hier. The Mandalorian Staffel 2 hat uns aber deutlich gezeigt, dass hinter diesen Darts auch ein ordentlicher Wumms stecken kann. In der ersten Buch von Boba Fett Folge haben wir ja gesehen, wie Boba Fett alleine aus dem Sarlacc entkam und dann von den Tusken, sagen wir mal, aufgenommen wurde. In Legends übernahm diese Rolle niemand anderes als Dengar. Er nahm Boba nach dem Sarlacc auf und kümmerte sich um ihn, bis er wieder halbwegs gesund war. In Legends gibt es übrigens auch zwei Begegnungen, in denen Boba Fett gegen Vader kämpft. Einmal während der Jagd auf Han Solo, weil beide sich Han Solo schnappen wollen, und ein zweites Mal, als Boba Fett Darth Vader eine Box zurückbringen sollte, die er ihm aber nie zurückbrachte. Über beides habe ich schon in diesem Video hier berichtet, in dem ich euch einige ziemlich krasse Sachen zu Boba vorgestellt habe. Und als kleiner Funfact, Fakt 51, denn um ehrlich zu sein, den habe ich vergessen, Black Chrysanthemum wäre ebenfalls noch ein Kopfgeldjäger, der vielleicht in der Serie auftauchen könnte. Das ist ein riesiger, schwarzer Wookiee, der ebenfalls in den neuen kanonischen Marvel Comics eingeführt wurde, in den Darth Vader Comics, in Dr. Aphra Comics, aber auch in War of the Bounty Hunters tauchte der auch auf und der hat auch mal ganz kurz mit Boba zusammengearbeitet. Und ist ziemlich, ziemlich cool. Es gibt auch gewisse Gerüchte, dass vielleicht mal ein schwarzer Wookiee hier oder da am Set gesichtet wurde. Deswegen mal schauen, ob der da auch auftauchen könnte. Und das war auch schon Fakt 50. Habt ihr selber noch Fakten über Kopfgeldjäger, die ihr da hinzuzufügen habt? Dann schreibt sie hier unten in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, bei LG vorbeizuschauen. Und wenn ihr jetzt noch ein Video über die Vorgeschichte Bobas vor das Buch von Boba Fett sehen wollt, schaut mal hier rein. Und hier findet ihr weitere 50 Faktenvideos wie 50 Fakten über Klone oder Kampfdruiden. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.